Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge in Thüringen. Wir kümmern uns heute um das Sägewerk. Wir haben ein bisschen Lager voll. Und das heißt, wir müssen immer sehen, dass wir das Lager leer bekommen, dass wir weiter produzieren können. Aktuell haben wir noch Winter. Da geht so gut wie anders nichts, außer Holzarbeiten zum Beispiel oder Tiere versorgen. Tiere sind versorgt. Und heute schauen wir letzten Wintertag, dass wir das Sägewerk bedienen können. Palettenwerk. Heute mal schauen, ob wir noch Dings bauen können. Das Verpackungswerk für die Balken. Wäre auch sinnvoll, ne? Weil Leute, das LKW voll. Das heißt, auf Dauer, wir müssen sehen, wie viel Arbeit kriegen, ne? Verdienen halt mehr, wenn wir das mit größeren Dingern machen, ne? Und nicht mit den kleinen. Muss ich sehen, dass heute noch gebaut wird. Hey, der nächste da. Oh, der kommt zu mir. Die müssen leider ein bisschen anheben. Ich finde es etwas ungünstig. Ich muss mal schauen, dass ich irgendwas zaubern kann, dass es höher ist. Ein Terraforming oder sowas. Dass man da den Bereich, den Bodenbereich anheben kann. Denn ablegen ist das ganz normalste der Welt, ne? Auch hier beim Verkaufspunkt. Wäre das sinnvoll, wenn man das entsprechend so machen könnte. Ne? Also habe ich mal probiert, das geht nicht. Also schwierig. So. Ein bisschen Schnee. Das hatte ich mal. Im Schnee ist das schwer zu machen, oft nicht zu treffen. Aber ich habe es ja schon mal geräumt gehabt und jetzt ist wieder Schnee gefallen. Aber gut, der Winter ist bald zu Ende. Da brauche ich jetzt nicht mehr groß rumsuchen, dass wir da entsprechend das hinkriegen. Ich überlege nur, wo das hinbauen, das Verpackungswerk. Das soll ja in der Nähe sein, ne? Also es wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt quer durch die Karte fahren würden. Mal schauen, ob wir das in Holzladedings gepackt kriegen. Mit dem Holz laden können. Ob das nicht besser wäre. Muss ich mal schauen. Und das ist ja der normale Autohänger und das ist ja die Funktion Eierkartons. Dann besser wie nichts, ne? Denn das Pufferlager für Balken ist ziemlich klein. Und das, sobald das Ding voll ist, wird die ganze Produktion eingestellt. Das ist ungünstig. Ups. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Immer schönen Dank fürs gestrige Reinschauen beim Livestream. War schön. Da kam man gut voran, ne? Wir haben wieder einen Tag geschafft und
Nächste Woche, denke ich mal, ist Frühling. Ob wir da schon mal entsprechend am Feld arbeiten können, glaube ich es auch nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Die ganzen Bretter hier. Na, immerhin, ne? Da kommen wir kaum hinterher. Gut, das Geschwindigkeit 5, ne? Das darf man nicht vergessen. Normalerweise auf 1 wäre das auch nicht voll. Aber wir müssen im Winter auf 5 spielen am Tage. Im Frühjahr übrigens auch, weil so viel Arbeit ist dann auch wieder nicht. Und die Zeit soll ja vorangehen. Ne? Ich meine, klar, bei der Ernte, da werde ich auf 1 wahrscheinlich spielen. Aber wenn es mal geht und trocken ist, dann soll man das nicht verscherzen. Ne? In der Natur. Aber aktuell ist er so schon. Ganz okay. Wieder ein Schwung da. Aber wie gesagt, wenn du so ein Sägewerk betreiben willst, ist es oft sinnvoll und würde auf 1 laufen lassen, ne? Aber dann kommen wir nicht voran. Also die Feldarbeiten haben eine E-Vorrang, das heißt Düngen, Unkrautbekämpfung, das läuft ja sowieso automatisch mehr oder weniger, man muss das nur entsprechend programmieren, ne? Da kommen wir hinterher, müssen wir sehen, dass wir das Palettenwerk aufkriegen. Der Anhänger wieder voll. Auch komplett. Aber die Anhänger sind gut. Verlegt gerade. Mal gucken, wo ich den Punkt finde. Ja, gut, okay. Das will ich gerade sehen, das sind nämlich. Wenn man es sehen kann, dann ist es gut, dann ist es aber, da sehe ich davon meistens nicht, voll Schnee. Ob das für Terraforming höher kriege, die Erde zumindest. So. Versuchen kann ich ja mal, ne? So. Weil hier, wenn man so sieht, das ist oft schwierig dahin zu kommen, ne? Aber mal sehen, probieren wir. So, anheben. Das geht aber. Geht nämlich darum, wenn die Erde höher ist, dann ist der Trick auch höher. Aber deutlich. Höhe. Das war das ist ein Problem. Also das war jetzt ein bisschen blöd aus, aber wie gesagt, wenn man die Ecke erkennt, dann kann man sagen, okay, das könnte jetzt funktionieren, ne?
Man kann dann die Fläche auch farblich markieren, ne? Also mit einer anderen Textur, wenn es klappt. So. Ja, ja, das ist perfekt. Das ist gut. Gut, die anderen beiden nicht. Da ist ja so tief. Aber gut, dann laden wir wieder auf. Dann werde ich mal gleich mal das bisschen anders Textur aufmalen. Ein bisschen anders. Machen wir zurück. So, machen wir aus. Okay, und dann werden wir hier mal Garnier anheben, Modus ändern. So, und zwar Bodentyp. Das muss ja zu erkennen sein, deutlich. Und bei Schotter zum Beispiel müssen wir nur kleiner machen und viereckig. See. Tut sich ein bisschen schwer. Ein bisschen kleiner machen. Also kann man erkennen ungefähr, ah, das ist der Bereich, wo der Trigger ist. Weil in dem Bereich will er nicht so recht hin, ne? Aber gut, das muss, ne? Da sitzt all nichts. Wie geht jetzt raus? Das ist schlecht. Ja, kurz Störung, bitte entschuldigen. Aber wo er genau liegt, das passiert auch nicht. So. Da Unebenheiten, dann so ein bisschen angleichen. Und zwar so gar nicht. Der will da nicht hin. Der will da nicht hin. Aber man kann die Rente erkennen, ne? Also nochmal ändern Modus und Grunde ist mir jetzt egal, dass der Balken jetzt weg ist. Ich komme da nicht hin. Drehen. Weil hier ist eine mächtige Senke. Die muss ich noch angleichen. So, ich könnte es ja größer machen, ne? Das kleine. Jetzt kommen wir die Ecke ran. Aber kleine. Ah.
Das ist geklappt. Gut. Jetzt werden wir ein bisschen angleichen. Also planieren. Wie gesagt, das geht ein bisschen schwierig. Gut. Änderung. Weiß ich ungefähr, wo es ist. Darum geht es ja dabei, ne? Dann wollen wir nur sehen, dass wir hier diesen Anstieg wegkriegen. Wie gesagt, der Trigger ist im Verkauf zu hoch und ich will ihn jedes Mal mit dem Traktor nicht immer anheben müssen, ne? Ist ja auf Dauer ja auch nicht interessant, wenn man so, ne? Jetzt klappt, da können wir ja sagen, okay. Wir machen hier so. So, das klappt perfekt. Der Verkauf können wir wieder zurückfahren. Wie gesagt, später mal angleichen an den Rest. Das sind ganz schön extrem. Das muss so nicht sein. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Und wie gesagt, morgen geht es weiter hier in Thüringen. Tschüss. Und ciao. Bis dann. Tschüss.